Oh, Leute. Nein! Furchtbare Fahr... Nein! Nein! Ich hab mich verklickt. Turn it up! Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Dragon Quest Hüter des Himmels. Das hier könnte das erste Video sein, wo ich mein Intro benutze. Plus mein Outro, ja, also das heißt das erste Video ist nach langem, beziehungsweise ich weiß nicht, wie das mit Pokémon Mystery Dungeon aussehen wird, das ja vor Dragon Quest hier jetzt kommt, aber ihr werdet das ja wahrscheinlich schon sehen. Ich habe mich jetzt ja auch beruhigt, es ist jetzt Sonntag, der 21.8., ist also schon ein bisschen was her, wo ich das letzte Mal aufgenommen habe. Wie gesagt, ich habe ja eine Info bei diesem Pokémon-Quiz rausgegeben, wieso ich ja nichts hochgeladen habe. Das lag ja ganz einfach daran, dass ich ein Spiel heruntergeladen habe und dieses Spiel hat einfach drei Tage gebraucht zum Downloaden. Was dann ja, wie soll ich sagen, ich kann in der Zeit halt schwer was hochladen. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen. Ah, okay, alles klar. Du weißt nie jemand, ob mehr es rufen, du bist schon ein Geheimnis, bla, ja, okay, alles klar. Und zwar muss ich bis Abend ausruhen und dann steht da irgendwie so eine Geisterfrau am Strand. Ja, also wie gesagt, ich werde mal versuchen, mein neues Intro hier mit gleich direkt rein zu benutzen, beziehungsweise plus mein Outro von ganz früher. Ich glaube, mein Outro werde ich niemals ändern. Hier, die war das. Ich bin mausetot, von mir könnt ihr doch wohl nichts mehr lernen, oder? Doch klar, ja. Ihr seid lebendig und ich bin tot. Wir haben nichts miteinander abzumachen. Hä? Nein. Achso, okay. Ihr sucht die Leviathan-Sirene. Jona will wissen, wie man Leviathan ruft. Tja, das bin wohl ich. Oh, jetzt werde ich schon direkt angeschrieben auf WhatsApp. Ich habe früher Rituale gemockt, um ihm zu danken. Aber gesehen habe ich ihn nie. Und ich habe immer den gleichen Krams bei diesem Ritual getragen. Den kann der Leviathan wohl gut leiden. Das war ein Schwallstab, ein fließendes Kleid und ein Silberschild. Nein, das muss ich jetzt nicht wirklich. Ein Schwallstab hatte ich. Hat das Selina nicht sogar gerade bei sich? Nein, ich hatte auf jeden Fall eins. Ein Silberschild war. Nee, Silberplatte. Oh mein Gott. Gut möglich, dass man Leviathan anlocken kann, wenn man diesen Krams trägt. Ihr braucht den Krams und einen guten Utblick, ob das mir eher. Das habe ich. Das habe ich. Macht dir mal keine Sorgen. Ich habe nicht alles weggeschmissen. Schwallstab ist da, meine ich ja. Silberschild haben wir nicht. Nee, Silberschild haben wir nicht. Und fließendes Kleid. Fließendes Kleid haben wir. Schwallstab rangeklatscht. Was war das denn hier? Feenstab. Ach ja, genau, den Feenstab, den ich ja mit dieser einen Mission noch machen muss. Also wir haben fließendes Kleid und wir haben Schwallstab. Uns fehlt nur noch ein Silberschild. Jetzt werde ich mal ganz kurz... das werde ich auch nicht rausschneiden. Das ist jetzt nicht unbedingt schlimm. Jetzt werde ich mal ganz kurz googeln. Alchemie-Rezepte, beziehungsweise ich brauche das ja gar nicht googeln, ich habe ja ein paar Alchemie-Rezepte auf dem Tablet. Mein Tablet, ne, da ist ja schon mein, also ich habe euch das wahrscheinlich schon mal erzählt, mein Touchscreen ist ja oben so die obere Kante, also obere Kante, schwer gesagt, man kann das iPad ja in jede Richtung schwenken, aber eine dieser Kanten auf jeden Fall hat keinen Touch, das ist eine dieser längeren Kanten, hat keine Touch-Funktion mehr. Das ist die Kante, wenn der Home-Button auf der linken Seite steht, oben so ist halt kein Touch mehr. Da kann ich halt nichts drücken. Ja, funktioniert nicht mehr. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass sich diese Touch-Begrenzung weiter ausgebreitet hat und dass ich jetzt noch viel weniger Touch-Auswahl hier habe. Das ist überhaupt nicht gut. Das breitet sich aus. Das ist einfach nicht gut. Aber ich kann noch damit arbeiten. Ein Silberschild. Ein Silberschild ist hier nicht mal. Ein Silberschild ist hier nicht mal. Kannst du mir doch jetzt nicht erzählen. War das ein Silberschild oder eine Silberplatte jetzt? Silberschild ist hier nämlich nicht. Silberplatte, okay, das kann ich mir ja holen. Hast du gesagt? Silberschild? Hör mal, willst du mich. Alter. Ich hab kein Silberschild. Doch da, Silberschild. Alter, was? Alter, was? Habe ich ein weißes Schild? Sag mir bitte, ich hab ein weißes Schild. Ich hab... Boah, Glück gehabt. Weißes Schild. Heiliger Talisman und Mithrilerz. Are you fucking serious? Heiliger Talisman.
Ich meine, ich habe sehr viel hier, aber... Heiliger Talisman, sehr, sehr nice. Okay, jetzt fehlt mir noch Mithrilerz, aber davon sollte ich auch auf jeden Fall eins haben. Ich fliege erstmal wieder zurück nach Stinsburg, weil das mich schon mal alchemieren. Jetzt denkt nicht, dass wenn ich diese Zutaten habe, dass ich schon direkt das Silberschild dann habe. Ich muss nämlich, mit dem habe ich dann erst das Ritterschild und mit dem Ritterschild muss ich dann noch Spielstein 3 Stück und Mithrilerz 2 Stück ran donnern. Und dann habe ich erst das Silberschild. Also es kann ziemlich spaßig jetzt werden. Hallo Leopold, bist du noch alt? Wisst ihr noch, kennt ihr noch die Folge, als ich in Dragon Quest gerade hierher gekommen bin und ich Leopold vertont habe? Ach, das war so geil. Also ich kann euch, jedem von euch kann ich nur empfehlen, diese Folge anzuschauen, wo ich Leopold vertont habe, Alter. Hieß die Folge nicht irgendwie so sprachfähig? Ach, ich weiß nicht ganz genau, das war auf jeden Fall sehr geil. Versuch dein Glück. Schilde, weißer Schild. Ich habe hundertprozentig noch Mithrilerz, da kannst du jetzt sehen, was du willst. Mithrilerz habe ich auf jeden Fall. Da oben. Eins sogar nur noch, Alter. Hier und heiliger Talisman. Heiligen Talisman. Was ist denn ein Kollakulier? Egal. Ja, brodel die mal zusammen, dann haben wir erstmal fetten Ritterschwert. Aus dem Ritterschwert müssen wir dann erstmal... Ritterschild. Ritterschwert sei schon die ganze Zeit. Ritterschild. Und daraus mache ich dann gleich erst das schöne, altbekannte Silberschild. Ich meine, wer kennt es denn nicht, das gute alte Silberschild? Ja, ja, bis dann, Leopold. Leopold, meine ich natürlich. Aber ich trage ja hier auch ein Ritterschild. Ey, stimmt. Wow, hätte das gar nicht machen brauchen. Boah, bin ich... Alter. Egal. Mein Gott, egal. Darüber kann man mal hinwegschauen, hoffe ich. Scheiße, bin ich dämlich. So, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Wo haben wir denn hier Mithrilerz auf der Karte? Wir hätten einmal über Bad Zurek, hätten wir einmal so ein bisschen, hier Mithrilerz. Wo haben wir noch Mithrilerz? Turm des Schläfers, da komme ich aber noch nicht hin. Mithrilerz, ich glaube, das sind die einzigen Orte, wo ich Mithrilerz finden kann. Das sieht auf jeden Fall gerade sehr danach aus. Ja, ich finde hier nirgendwo anders Mithrilerz. Okay, das bedeutet ab zu Bad Zurek. Wo haben wir denn Bad Zurek? Bad Zurek. Ich war schon lange nicht mehr da. Ich vermisse unseren kleinen Jungen. Ist nochmal Bazurin? Nein, wie hieß der kleine Junge nochmal? Egal, wir müssen auf jeden Fall jetzt erstmal nach oben fleuchen. Und zwar... Alter, die verfolgen mich hier immer noch. Ich habe den Großmeister allen Übels. Nein, das ist noch jemand anderes. Das ist aus Pokémon Mystery Dungeon. Ich habe den Mächtigen, den Gottes-Töter. Wie soll man den nennen? Den Gottes-Slayer. Den habe ich getötet, ja? Den habe ich umgebracht, habe die Welt gerettet. Und diese Monster erlauben es sich und rennen mir noch hinterher, oder was? Kann ich ja überhaupt nicht verstehen. Dass die keinen Respekt mehr haben. Ach ja, die Jugend von heute. So. Wir geben uns mal hier nach unten. Hier war es nämlich. Ja, chill. Da, genau. Oh, genau. 3 Stück, das ist gut. Das ist gut. Ein Klumpen vor allem. Ein Klumpen mit Trilets. Ein Klumpen sieht aber ein bisschen anders aus. Scheiße, was brauchte ich noch? Strahlestein? I do not remember. War das ein Strahlestein? Nein, Spiegelstein. Entschuldigung, Spiegelstein. Haben wir Spiegelsteine? Ich flieg mal einfach nur sicherheitshalber wieder zurück, bevor mir noch gleich ein Monster in den Arsch kriegt. Spiegelstein. Spiegelsteine finde ich neben Brennbergen. Alter, wie soll ich denn da ganz hin? Ne, da muss es auch woanders geben. Also da gehe ich nicht hin. Spiegelstein. Schweinspickelschule. The fuck? Dafür müsste ich... Ah, es macht mehr Sinn vom Batz... Na, macht es nicht, oder? Ist da noch ein Zwischenpass? Ich denke nicht. Scheiße, das... Alle Spiegelstein-Locations sind so weit entfernt von der Stadt. Nee, es gibt nur die beiden. Verdammt. Entweder Schweinspickelschule oder ich mach's vom Bad Zurek. Ey, nicht schließen. Von Brennbergen, sorry, Bad Zurek sehr schön. Okay, Bad Zurek könnte ich auch dahin latschen, aber ich glaube, der Weg ist länger. Ich denke, der Weg ist länger. Also ab nach Schweinspickelschule. Und dann
muss ich. Jetzt schaue ich mal hier auf der Karte. Halt! Ich muss jetzt einen nach unten, genau. Alter, Leute, was verfolgt ihr mich immer noch? Ich musste einen nach unten. Nein, 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 nein. Ich muss. Scheiße, ich muss erstmal mit der Karte hier klarkommen. Okay, ich weiß, wo ich lang muss. Gut, 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 gut. Alles klar. Ja, komm, wir speeden das Ganze. Das brauchen wir uns jetzt nicht anglotzen. Das ist so langweilig. Ja, ihr seid richtig coole Gangster. Ihr seid richtig coole Gangster. Guckt euch an. Ja, oh, wie cool ihr seid. Krass. Krass, 5 Schaden. Hammer, haben wir schon fast Schaden gemacht. Genau, hier jetzt ein runter und jetzt noch ein runter. Also eine Treppe meine ich. Oh, eine Treppe meine ich halt damit immer mit ein runter. Komm, besieg sie einfach. Besieg sie einfach. Die haben. Die wollen doch gar nicht mehr leben. Och, Apokalypse. Tschüss. Hier ein runter. Und jetzt rechts. Rechts, rechts, genau. Links meine ich natürlich. Und jetzt einfach links. Hier war. Erinnert ihr euch noch, als ich von der Schweinspickelschule nach Bad Zurek wollte? Wo ich die Wege hier komplett verpeilt habe. Ich glaube, das heißt irgendwie, die Folge heißt irgendwie Orientierungsprobleme. Auch eine Folge, die ich euch nur empfehlen kann. Auch so geil. Eins. Ein Spiegelstein. Ich weine gleich. Ich bin wegen einem Spiegelstein hergelaufen. Warte mal jetzt. Nach Name jetzt, nach S. Ich habe 5 Spiegel. Ich hätte gar nicht nach Spiegelstein. Ich hätte einfach nur gucken müssen, ob ich welche habe. Wow. Wow. Das hat sich ja jetzt gelohnt. So, wo haben wir denn jetzt wieder hier die... Da sind die ganzen Schilde. Heute also wieder eine ganze Alchemie-Folge, habe ich so das Gefühl. Das ist eine spannende Folge. Das kann ich mir vorstellen. Als Zuschauer ist das hier bestimmt eine sehr spannende Folge. Hallo Leopold. Versuch dein Glück. Und dann klatschen wir jetzt erstmal einer dieser Ritterschilde daran. Schützt vor unheiligen Angriffen. Mhm. Wie viele müsste ich jetzt davon geben? 3 Spiegelsteine? 3 Stück bitte, Leopold. Ja, und dann Mithrilerz, 2 Stück. Ja, 2 Stück war richtig. Jo, die packst jetzt in den Topf und blubberst die durch. Und dann kann ich Liviadran erstmal rufen. Boah, das sieht nice aus. Silberschild sieht nice aus. Silberschild sieht cool aus. Und dann, ja, gehen wir halt damit wieder zurück nach Mother Effen Lapskausen und dann geht's ab gegen Liviadran. Ich weiß nicht, wie krass Liviadran sein wird. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich erinnere mich nach an der Afterstory erinnere ich mich so gut wie gar nicht mehr. Schütz vor MP-Absorption, Feuer und Donner. Wieso nicht gegen Wasser? Was ist das jetzt für ein Spielfehler? Ich kämpfe gegen Liviadran. Ich habe keinen Schutz gegen Wasser. Na, das hört sich ja super an. Lapskausen. So, und dann können wir auch wirklich zum Berg. Beziehungsweise, wir müssen uns erstmal mit Jona unterhalten. Genau, die alte Omi hat auch davon erzählt gehabt, wenn mich nicht alles täuscht, hat die Omi irgendwie erzählt gehabt. Ja, dann musst du dich im Haus mit Jona treffen. Und dann, ja, mache ich das mal eben ganz schnell. Jona, ich bin da mit deinem Rezeptchen. Oh moin, habt ihr schon mal Ruth gefunden, wie man die wird? Ja, Wulzki, meine Freundin. Ups, habe ich dich so genannt? Nein, Entschuldigung. Dann wisst ihr nur, wie das geht, hm? Was ein Glück, so was müssen wir denn nun, Don? In Schwallstab, in fließendes Kleid und ein Silberschild. Und das muss ich allens anstrecken. Aber wo krieg ich so eine dolle Utrüstung denn bloß her? Ich frag ja nicht gern, aber könnt ihr mir noch einen Gefallen tun? Ich hab nicht viel zu bieten, aber ich wär euch arg dankbar. Ich hab die Rüstung doch bei mir, du Dumm. Ich wart am Privatstrand vom Bürgermeister. Du kannst ja mal am besten rüberkommen, Nick. Ja, ja. Ich will da ja sowieso hin. Ich muss mal ganz kurz mein Headset richten. Meine Brille hängt hier nämlich ein bisschen blöd drin gerade. Scheiße. Meine Brille hängt hier gerade so schief in meinem. Zwischen meinem Headset. Brillenbügel. Geht doch. So, ich kann weitermachen. Und jetzt geht's ab zum Privatstrand des Bürgermeisters. Ich wusste ja gar nicht, dass es diese so ein Privatstrand ist. Warte mal, ich speed da mal ein bisschen hin. Also ich nehme jetzt schon 15 Minuten auf und wollen ja auch ein bisschen Action haben.
Also wieso nicht einfach das Ganze speeden? Jetzt müsst ihr natürlich noch, damit es noch viel schneller für euch ist, müsstet ihr jetzt noch das Video an sich schneller machen. Packt das Video jetzt mal auf 1,5 Geschwindigkeit. Ich meine, meine Stimme hört sich dann schon schlimmer an, aber die hört sich auch so schlimmer an ohne Geschwindigkeit. Und dann ist es sogar noch viel mehr Action für euch. Das glaubt mir mal, das ist richtig, also dann ist es Action geladen. Ja, ja, probiert das mal aus. Jetzt auf 1,5 Geschwindigkeit drauf hoch skalieren und dann, ha, dann geht die Folge ab, meine Freunde. Das kann ich euch aber sagen. Und dann sind wir im Nichts. Ja, in 0, nichts sind wir dann auf einmal oben wieder bei der Bucht. Ja, glaubt mir, ist wie so ein Zaubertrick. Boah, Alter. Guck mal, kaum speedet ihr schon, macht Duncan Critical Hits. 359 Schaden. Leute, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Das kommt nur, weil wir speeden. Hätten wir nicht gespeedet, dann hätte Duncan wahrscheinlich nie mal getroffen. Ja, ich kenne mich aus. Dragon Quest ist mein Spiel. So, rennen wir nach oben zu diesem... Ich renne auch wirklich in jedem Gegner hier rein, ne? War auch in der Folge, wo ich doch, glaube ich, hier hochgelaufen bin und ich voller Enttäuschung wieder runtergelaufen bin. Das war eine super schöne Folge. Nicht. Nervig. Nervig. Soll ich mir die Kiste unten gabeln? Nein, brauche ich eh nicht mehr. Brauche ich nicht, nein. Um Gottes Willen. Ich brauche doch nicht jetzt noch einen... Och, Leute. Das ist doch wie Katzenwache. Ich muss ja jetzt hier nicht jede Kiste nochmal abfarben. Lol, der ist echt mal ausgewichen. Krass. Ich könnte nochmal wieder zurück zu diesem alten Piratenknauzbart, um ihn da diese Mini-Medaillen abzugeben. Ey, jetzt mal ohne Flachs. Unglaublich. Also ich könnte da mal wieder hingehen, um ihn mal so wieder ein paar Mini-Medaillen abzuscherkern. Damit er sich mal ein bisschen wieder freuen kann. Vielleicht kann ich mich ja auch freuen, indem er mir etwas Schönes in Return gibt. Wir sind oben. Hallo Jona, du bist jetzt wieder dran, rufen hab ich gehört. Oh moin, da seid ihr wieder. Habt ihr alles bekommen? Schweißstaff, dieses Kleid und Silberschild? Yo, ehrlich, das ist ja fantastisch. Ich danke euch auch ganz lieb. So, und dann wollen wir mal sehen, ob wir wieder dran roben können, was? Ah, dann macht man ein Bestes. Oh, großer Leviathan, Herr von den Tiefen. Wenn du da bist, dann komm in deine bescheidenen Dieners. Jonas Gebet wird doch von einer Meeresbrise auf die See hinausgetragen. Von einer Meeresbrise, ganz klar, das weiß man. Hallo Leviathan, hey, lange nicht mehr gesehen. Oh, Leviathan. Ach nee, brauche ich gar nicht mehr. Oha, der scheint mir heute aber ein bisschen giftiger zu sehen als sonst. Ich löf das Gift Schere rein. Ah! Nice. Wir kämpfen wieder gegen Leviathan. Hey, Buddy. Was geht? Wie ist dir so ergangen? Yo. Stoppt einen Angriff und schlägt zurück nach Zufallsprinzip. Krass. Das sollte ich gleich mal einsetzen. Ne, erstmal aufputschen. Ihr wisst, ihr kennt die Geschichte. Ihr wisst, wie ich angreife. Ich weiß jetzt nicht, ob der krasser ist als der Leviathan von vorher. Ob es jetzt wirklich nur... derselbe ist oder ob es wirklich ein Rematch ist, wo er sich auch verbessert hat. Ich habe keine Ahnung. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Okay, es ist ein Rematch, wo er sich verbessert hat. Yup, definitely. Oh shit. Er hat sich auf jeden Fall verbessert. Na, das hört sich ja super an. Das gibt mir ja schon direkt Freude. Ich freue mich ja jetzt schon auf den Kampf. Multibeschleunigung, nochmal. Ich hoffe, Daniel heilt uns alle durch, weil sonst krepieren wir gleich alle in einem Zug. Dankeschön. Danke, Daniel, du bist schlau, das gefällt mir. Habe ich schon mal gesagt, dass Daniel ganz schlau agiert hier in dem Spiel? Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott, diese Flutwelle ist so hässlich, ne? Alter, diese Flutwelle ist so scheiße. Aber solange Daniel ja weiterhin... Multiheilung einsetzt, geht das alles in Ordnung. Ja, das brauchst du auch nicht, danke. Das ist auch nicht unbedingt wichtig. Ja, Feuerkraft auf Duncan. Duncan setzt. Ja, ich bin jetzt sehr gefährlich. Ich lebe gefährlich. Doppelmoppel. Ihr seht genau richtig.
Ihr seht genau richtig, ich setze Doppelmoppel ein, Energieschub, danke. Jetzt muss ich natürlich, ich poker gerade ein bisschen, weil es kann passieren, dass, oh gut, der setzt Multiheilung ein. Weil es kann passieren, dass halt Leviathan immer noch irgendwie crittet oder so und dass Duncan dann wirklich auf die Fresse fliegt und dann stirbt. Bitte greif nicht Duncan an. Oh Gott. Oh, Selina hat aber richtig Schaden gekriegt. So, meine Freunde, und jetzt reden wir erstmal Klartext. Ich hoffe, Marcel schafft, also ich schaffe es noch irgendwie Frostkraft. Wobei, nee, das brauche ich eigentlich gar nicht. Ich setze dann einfach Rücksendung ein. Ja komm, wieso denn nicht? Und jetzt geht's los. Furchtbare fucking Faust. Und sie? Was macht sie denn? Ich weiß nicht, was soll sie machen? Der PN des Verbündeten wiederherstellen. Von Daniel. Hier, gib Daniel seine LP wieder zurück. So dass Daniel dir dann wieder ein Return ein bisschen flavern kann. Oh, Leute. Nein! Furchtbare Fa. Nein! Nein! Ich habe mich verklickt. Wieso hat mir denn keiner Bescheid gesagt? Ich habe mich verklickt. Oh, Mann. Ja, klar, greif jetzt mal was hier an. Oh, nein. Ich habe mich verklickt. Und der ganze Shit wieder... Also 999 Schaden war krass, aber... Und wieder der ganze Scheiß zurück. Fuck. Scheiße. Das war ein bisschen blöd jetzt. Das war jetzt ein bisschen blöd. Ich setze mal einfach mal Bumm ein. Ja, 134 Schaden ist ganz akzeptabel. Scheiße. Fuck, ich. Ah. Ah, egal, wir machen es jetzt einfach nochmal. What the fuck? Holy shit! What happened? What happened? What happened? Jesus Christ, what? What the fuck? Was war das denn? Nein! Oh, du sollst mich auf... Oh, egal. Todesstoß, nice. Zweite Todesstoß jetzt machen können. Das hältst du gut an. Nein! Nein! Nein, nein, nein. Faustwirbel jetzt. Gib den krassesten Faustwirbel ab, den du in deinem Leben jemals abgegeben hast. Please. Please, Duncan. Zeig mir deine... Nein! Nein, nein, nein! Nein, nein! Leviathan, du alte Bitch. Egal, wenigstens versucht so eine neue Chance. Ja, natürlich, ja. Oh. Get rejected, Leviathan. Get rejected, Alter. Aber egal, was Daniel macht, das hat er verloren. Fuck. Ja, heil dich die ganze Zeit durch, habe ich nichts gegen. Komm, wir speeden den ganzen Shit. Mal sehen, wie lange das noch so geht. Das geht jetzt immer weiter, bis er keine MP mehr hat. Boah, das ist geil. Oder wenn er wieder crittet. Boah, ist das geil, ey. Never ending story. What the fuck, auf einmal ist er schneller? Was ist das denn für ein Spielfehler? Auf einmal ist er schneller. Ja, Leute, ich würde da mal sagen, wir haben verkackt. Ne, wir sehen uns an dem nächsten Part wieder. Mal sehen, ob ich es im nächsten Part einfach nochmal so versuche oder ob ich irgendwas anderes an dem nächsten Part mache. Ich kann ja mal gucken, ob ich eine Grotte versuche. Wobei, Grotten sind schon ziemlich hardcore. Ich muss mal schauen, was ich im nächsten Part mache. Ihr werdet es dann ja sehen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Wir sehen uns dann also morgen wieder. Tschüss, Kostjankowski und bye bye.